Ich bin also am Sonntagmorgen offline, sitze bei einer Tasse Kaffee und lese Zeitung, also richtig das Ding aus Papier, Sonntagszeitung, und sehe, im Feuilleton schreibt Sascha Lobo, kommt ja auch nicht so häufig vor, einen ausführlichen Artikel, die digitale Kränkung des Menschen. Das Internet ist nicht das, wofür ich es so lange gehalten habe. Ich glaubte, es sei das perfekte Medium der Demokratie, der Emanzipation, der Selbstbefreiung. Der Spähskandal und der Kontrollwahn der Konzerne haben alles geändert. Das Internet ist kaputt. Was für eine Offenbarung, und er sagt, er habe sich geirrt, und jetzt spreche ich mit Sascha Lobo. Schönen guten Tag, Herr Lobo. Guten Tag. Ja, da haben Sie ja ganz schön dick aufgetragen. Sie haben geschrieben am Anfang des Artikels, ich habe mich geirrt, und zwar auf die für Experten ungünstigste Art, also durch Naivität. Da dachte ich so, ist ganz schön kokett, oder? Ich wünschte, es wäre kokett, und ich wünschte, ich könnte sagen, kein Problem. Ich habe mich in Wirklichkeit ja doch nicht geirrt, aber das ist nicht die Absicht, und wenn man den Text ganz liest, dann merkt man auch, dass das nicht die Absicht ist. Was die Absicht ist, ist ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich glaube, dass dieser Kometeneinschlag, der diese Snowden-Papiere bedeutet haben, dass man da eine so starke Erschütterung bemerkt haben musste, dass man seine Position ändern muss. Man muss halt schauen, was bedeutet das für meine eigenen Positionen. Und ich glaube, das hat eben Auswirkungen darauf, wie wir mit dem Internet umgehen. Unter anderem, wofür wir das Internet halten und mit welchen Argumenten wir das Internet gut finden und mit welchen Argumenten wir das Internet schlecht finden. Das Internet ist ja nun erstmal kein Ding, das ist ja einfach nur ein Medium. Und ein Ingenieur hat mal zu mir gesagt, Technik ist die Anwendung der Naturwissenschaft. Also das Internet selbst ist ja, ja einfach nur eine Tonne. Kann man dann über das Internet sprechen? Nein. Also zum einen kann man über das Internet sprechen oder nicht, ist eine philosophische Frage, aber die erübrigt sich im Medienfall, weil natürlich alle über das Internet sprechen. Selbst die Leute, die jetzt den Artikel kritisch aufgenommen haben, das waren gar nicht so wenige, und die sagen, aber es gibt doch das Internet nicht. Worüber reden wir denn seit 20 Jahren, wenn es das Internet angeblich nicht gibt? Mhm. Und gleichzeitig ist das Internet viel mehr als bloß eine Technologie. Und das unterscheidet es auch von den meisten anderen Kulturräumen und Kulturmedien. Wenn wir uns anschauen, wie tief das Netz bereits in das Leben von wirklich allen Menschen eingedrungen ist, dann ist das eine Erkenntnis, die zeigt, hui, man kann sich dem nicht entziehen. Und das markiert, vor allem das markiert, einen sehr wesentlichen Unterschied. Ich kann nicht mehr dem Internet ausweichen. Ich bin mit seinen Wirkungen irgendwo immer konfrontiert, egal was und wie ich tue. Und selbst wenn ich glaube, ich könnte dem ausweichen, indem ich den Laptop zuklappe oder eben nicht auf Facebook sind, das sind Trugschlüsse von Leuten, die nicht wissen, wie tief diese digitale Vernetzung tatsächlich ins Leben eingreift. Das heißt, die digitale Vernetzung, Big Data, das Internet hat alle Lebensbereiche, vor allen Dingen auch kulturell, und alle Lebensbereiche durchdrungen. Man kann dem nicht entfliehen. Das verstehe ich soweit. Was ich noch nicht ganz verstehe, ist Ihre Kränkung. Also Sie schreiben ja nach Freud, also das ist die vierte Kränkung der Menschheit. Sie schreiben, die Kränkung, die ich verspüre, hat mich verstört und mit hilfloser Wut vergiftet. Also ist das jetzt tatsächlich gespielte Naivität, oder verspüren Sie wirklich eine hilflose Wut und sind Sie wirklich verstört? Ja, eindeutig. Das ist nicht gespielt, das ist nicht kokett, sondern das ist wahr. Das ist ja auch nichts, was mir jetzt besonders nützt, zu sagen, ja, ich war naiv. Ja. In Deutschland ist das Land des Rechthabens. Hier muss man nicht nur Recht haben, sondern auch in Zukunft Recht haben und vor allem schon immer Recht gehabt haben. Ja. Und wenn das bei mir, ich bin ja quasi als Beruf Internet-Experte, wenn das bei mir nicht so ist und ich die Notwendigkeit sehe, das zuzugeben, dann das muss schon was bedeuten. So wäre meine Interpretation jedenfalls. Und was genau bedeutet es? Ich habe im Internet immer vorrangig ein Instrument gesehen, das natürlich, und da kann man nicht drum rumreden, gut und schlecht benutzt werden kann. Und natürlich habe ich, wie viele andere auch gesehen, es gibt die Möglichkeit, Leute damit zu überwachen. Was Snowden uns aber gezeigt hat, ist, dass es nicht die Möglichkeit ist, sondern die Realität. Das bedeutet, die guten Instrumente liegen da, und das schlechte Instrument, mit dem das Internet auch geprägt wurde, die NSA hat das Internet ja im Aufbau mitgeprägt an entscheidenden Stellen, die schlechten Instrumente, die sind nicht nur vorhanden, die sind noch viel größer, als wir das befürchtet haben, und sie werden eingesetzt und sie werden auch gegen Bürger eingesetzt. Und das ist der große Unterschied. Früher ging es um Möglichkeiten, welche Möglichkeiten hat man, und jetzt geht es, was die Überwachung angeht, um Realität.
Aber ist es nicht wie bei jedem Medium, bei jeder neuen Technologie, die ja, Internet ist ja nicht mehr so neu, dass sie eben für was Gutes und was Schlechtes, was immer das auch ist, eingesetzt werden kann? Ist das wirklich neu, diese Erkenntnis, oder hat sie eher diese Dimension überrascht, in der das passiert? Nein, das Zweite. Die Erkenntnis ist nicht nur nicht neu, sondern ganz im Gegenteil, habe ich Ende 2012, also vor Snowden, genau darüber ein ganzes Buch geschrieben. Mhm. Es hieß Internet Segen oder Fluch und hat sich damit beschäftigt, welche Vorteile und Nachteile eben solche neuen Technologien haben kann. Niemand bestreitet es, dass es diese Nachteile es schon vorher gab. Ich glaube aber, dass die allermeisten Leute zugeben müssen, dass vom schieren Ausmaß dieser Snowden'schen Enthüllungen überrascht worden sind. Und natürlich ist es schwierig zu sagen, ups, ich wurde überrascht, das hatte ich nicht auf dem Schirm, das habe ich nicht geahnt. Das ist immer das Eingeständnis einer Kränkung. Das ist immer nervig und das macht nie Spaß. Aber ich glaube, es ist nötig, um eine neue Vision zu entwickeln. Und diese Vision, die digitale Vernetzung selbst, die ist ja auch sinnvoll, um überhaupt darauf reagieren zu können. Ja, es gibt eine große Ratlosigkeit in der Politik. Wie kann man denn jetzt darauf reagieren? Gerade gestern ist bekannt geworden, dass die Amerikaner noch nicht mal bereit sind, das No-Spy-Abkommen zu unterzeichnen. Die kümmern sich dann einfach offenbar nicht drum. Das ist ihnen halt nicht so wichtig. Sie möchten weiter spionieren. Sie wollten noch nicht mal ausschließen, Regierungsmitglieder in Deutschland zu überwachen. Ich meine, das ist ein Niveau, das zeigt, dass man handeln muss. Und wonach handelt man? Nach einer Vision. Und ich glaube, dass diese neue Vision der digitalen Vernetzung, dass die essentiell ist, um weiterzumachen, trotz dieser Sperrfähre. Mhm. Zu dem neuen Internetoptimismus kommen wir vielleicht gleich nochmal, aber ich würde gerne nochmal über die Wirtschaftsspionage sprechen. Sie schreiben ja, Geheimdienste betreiben entgegen vieler Beteuerung gezielte Wirtschaftsspionage, also dem Vorwand Sicherheit, Terrorismusbekämpfung. Geht es im Grunde ja um Pfründe? Geht es da um Wirtschaftsinteressen, die durchgesetzt werden sollen? Ist das das Primat der Internetüberwachung? Das lässt sich schwer sagen. Was klar ist, ist, dass es nicht allein um Behörden und Apparate geht, sondern auch um Dienstleister. Und natürlich befeuert sich das gegenseitig, und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen gibt es sehr, sehr viele Firmen, die viele Milliarden Euro damit verdienen, diese Überwachung zu verbessern. Ja, dazu gehören teilweise sogar die großen Internetfirmen, mit denen man so täglich zu tun hat. Auch die profitieren zu einem Teil davon. Die profitieren nicht davon, dass das jetzt bekannt geworden ist, aber vorher haben sie faktisch davon profitiert. Dell zum Beispiel war einer der wichtigsten Dienstleister für die NSA und ist es vermutlich immer noch. Das war ja auch der Ort, wo Edward Snowden gearbeitet hat. Das sind Leute, die also mit dieser Überwachung Geld verdienen. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene, die kann man sehen, wenn man zum Beispiel in die entsprechenden Gesetze hineinguckt. Wenn man in Großbritannien, das kein Deut besser ist in diesem Kontext als die Behörden der Vereinigten Staaten, wenn man in Großbritannien ins Gesetz guckt und dort anschaut, wozu sind eigentlich die Geheimdienste da, dann steht dort explizit, dass es auch um das, ich zitiere, economic well-being, also das wirtschaftliche Wohl der heimischen Industrie geht. Das ist kaum mehr verkappt dafür, dass man natürlich mit den Diensten auch wirtschaftlich Informationen sammelt. Ist das nicht eine logische Folge der Verwertungslogik des Wirtschaftssystems, in dem wir uns befinden und folgerichtig, dass eben die Firmen das ausnutzen, was sie eben können? Ist das nicht also sozusagen ganz folgerichtig, dass im Netz das gemacht wird, was eben geht? Naja, die gesamte Gesellschaft, ich möchte fast sagen, die Zivilisation ist ja aufgebaut darauf, dass eben nicht immer gemacht wird, was geht. Ja, ich meine, wir haben ja nicht umsonst viele hunderte Jahre dafür gekämpft, dass zum Beispiel die Demokratie in Gang gesetzt wurde. Und Demokratie ist nichts anderes als eine Beschränkung der Möglichkeiten der Gewalten. Ja? Dazu gibt es die Gewaltenteilung, dazu gibt es die Machtkontrolle auf ganz vielen Ebenen. Das ist ja nichts anderes als Regeln dafür, dass eben nicht alles getan wird, was möglich ist. Und genauso sollte es hier auch laufen. Das ist jetzt auch ein bisschen, verkehrte Geschichte, dass die Netzgemeinde, die ja eigentlich immer für die absolute Freiheit gekämpft hat, jetzt sagt, wir brauchen mehr Regeln im Netz, oder wäre das zu einfach zu sagen? Das wäre zu einfach, weil zum einen ist dieser Trugschluss, man bräuchte keine Regeln, alles ist frei, der ist schon lange kein
kein nichts mehr, was die Netzgemeinde für sich so propagiert, bis auf wenige Ausnahmen. Abgesehen davon ist auch die Netzgemeinde ist eine sehr diffuse, sehr amorphe Veranstaltung. Ja, die sind zwar relativ laut, aber da gibt es auch sehr, sehr viele unterschiedliche Richtungen. Das kann man nicht anders sagen. Ist ja keine Partei oder so. Aber tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel, als es um die Netzneutralität ging, also die Gleichbehandlung der Daten in den Netzen, dass da relativ klar geworden ist, mit großer Wucht, ohne Regulierung geht es nicht. Es muss bloß die richtige Regulierung sein. Das ist kein einfaches Rezept. Das ist kein Patentrezept, was man einmal anwenden kann. Das ist ein fortwährender Kampf. Aber ich fürchte, das hat das Internet mit dem restlichen Leben auf der Welt zu tun. Es gibt eben keine einfachen Patentlösungen, wo man einfach nur Klick machen muss und dann wird alles gut. Dann kommen wir mal zu diesem Internetoptimismus, von dem Sie sprechen. Und Sie sagen ja, dass das unter erschwerten Bedingungen in feindlicher Umgebung funktionieren muss. Wie kann es denn einen neuen Internetoptimismus geben und welchen Beitrag können denn zum Beispiel Staaten leisten? Was muss die Bundesregierung tun? Kann da auf nationaler Ebene überhaupt irgendwas passieren, um einen neuen Internetoptimismus oder ein neues Internet zu schaffen? Ja, das ist sehr, sehr kompliziert, fürchte ich. Ich habe ja in meinem Artikel absichtlich geschrieben, wir brauchen einen neuen Netzoptimismus und habe das jetzt nicht explizit ausgeführt, sondern eben nur gefordert. Das war eigentlich eine Art Aufruf. Ich glaube eben, dass dieser Netzoptimismus, man könnte auch sagen, eine Digitalvision, dass die entwickelt werden muss. Das kann nicht einer alleine mit einem witzigen Artikel, den man so schreibt. Das muss eine gesellschaftliche Diskussion sein. Und ich glaube, dass diese gesellschaftliche Diskussion sich von ein paar, sagen wir mal, recht angenehmen Betrachtungen lösen muss. Und diese angenehmen Betrachtungen sind ja unter anderem, dass das Internet schon so ist, wie es auch immer sein sollte und immer war und immer sein wird. Das ist ziemlich komplex, wie man schon merkt, daran, dass ich so ein bisschen schwimme. Es ist ziemlich komplex, es ist ein sehr langer Prozess, aber ich glaube, er muss jetzt angeschoben werden. Und natürlich kann auf diesem Weg dorthin alles Mögliche schiefgehen. Es kann ganz viel falsch interpretiert werden. Es haben ganz viele Lobbys dann noch eigene Interessen, die sie da drunter jubeln wollen. Das ist alles klar. Ich glaube, wir müssen den Weg trotzdem gehen und eben auf dem Weg verhindern, dass Missbrauch getrieben wird. Der Anfang ist ja mal darüber zu reden und offen darüber zu sprechen, was das Internet eigentlich ist, das zu verstehen, dieses komische Ding, dieses Internet. Trotzdem nochmal die Frage, gibt es dann von Ihnen ganz persönlich Forderungen an die Bundesregierung zu sagen, also was da muss erstmal was passieren? Es gibt ja die Diskussion um eigene europäische technische Systeme, um unabhängiger von den Amis zu sein. Es geht um Vorratsdatenspeicherung. Also es sind ja viele Themen, die ja in der Diskussion sind. Was wäre Ihr erster Reflex, worüber man sprechen müsste und was vielleicht auch die Bundesregierung in Angriff nehmen müsste? Ich glaube, dass eine weitere Dezentralisierung des Internets ganz zwingend notwendig ist. Wenn heute Netzaktivisten so einen Spottbegriff ausschütten, den man vielleicht schon mal gelesen hat, namens Schlandnet, dann richtet der sich gegen Bestrebungen, das Internet jetzt national zu routen. Ja, das ist so ein Begriff, der da häufig fällt. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Natürlich gibt es die Gefahr eines Schlandnet, aber nicht jede Änderung an der Infrastruktur des Internet ist automatisch ein Schlandnetz. Im Gegenteil, was wir im Moment faktisch haben, ist sogar eine Art US-Schlandnetz. Das bedeutet, das Internet ist extrem zentralisiert mit sehr starkem Schwerpunkt Vereinigte Staaten. Und das ist absichtlich so aufgebaut. Und heute weiß man dank Snowden, dass dieser Aufbau natürlich auch deshalb geschehen ist, um besser überwachen und besser kontrollieren zu können. Das bedeutet, das Ur- und wichtigste Mittel des Internets, nämlich die Dezentralisierung, das muss vorangetrieben werden. Das ist ja die Ironie der Geschichte. Eigentlich ist das Internet ja mal so konstruiert worden, dass es eben immer noch funktioniert, weil es dezentral ist. Und jetzt erleben wir das Gegenteil. Das heißt, das Internet muss wieder dezentral und unabhängig werden? Das Internet muss dezentraler und unabhängiger werden. Es gibt da, glaube ich, nicht die Möglichkeit, das völlig alles loszulassen und freizulassen und gar zu einem völlig unkontrollierbaren Raum zu machen. Und man müsste dann auch noch diskutieren, ob das überhaupt so sinnvoll wäre. Aber natürlich ist das keine Schwarz-Weiß-Veranstaltung. Ja, natürlich ist es so, dass die ursprüngliche Idee des Internet
wesentlich dezentraler war, als das heute die Umsetzung ist. Insofern darauf hinzuarbeiten, auf europäischer Ebene, dass man dezentraler agiert, und zwar sowohl technologisch wie auch politisch, das halte ich für essentiell. Ja, und Sie werden an der Diskussion weiter teilhaben und mittun. Ich hoffe, dass die hilflose Wut, von der ich jetzt gar nicht so viel gespürt habe, das war ja schon sehr relativ konstruktiv, dass das weitergeht. Und abschließend noch die Reaktion auf Ihren Artikel, den Sie ja analog veröffentlicht haben. Also das hat ja 2 Tage gebraucht, bis der im Netz war. Einen Tag. War das eine bewusste Entscheidung von Ihnen zu sagen, das kommt auf einer großen, unhandlichen Tageszeitung daher und ist nicht gleich im Netz verfügbar? Naja, das muss man ein bisschen relativieren. Also zum einen ist es ja nicht so, als würden alle Leute das im Internet das lesen. Ne? Mhm. Es ist eher so, dass ich schreibe ja auch für Spiegelein und für viele andere Medien, es ist eher so, dass natürlich eine gedruckte Zeitung eine Zielgruppe hat, ein Publikum, die häufig auf anderen Wegen gar nicht zu erreichen sind. Ja? Wenn ich mir angucke, wie viele Blogs sind im Pressespiegel der Europäischen Kommission, die Antwort heißt null. Mhm. Null. Und gleichzeitig ist natürlich ein solches Medium wie die FAZ oder FAS sehr gut geeignet, um Leute anzusprechen, die eben in politischen Kreisen verkehren, die, sagen wir mal, im Bereich 60 plus unterwegs sind und die das lesen und eben sich für Twitter gar nicht interessieren. Das ist eine Realität und die muss man akzeptieren. Und dass so eine Zeitung natürlich ihre eigenen Regeln mitbringt, dass sie Zeitungen verkaufen möchte, wenig überraschend, und deswegen nicht gleich in der ersten Minute alle interessanten Artikel ins Internet stellt. Das ist was man in Kauf nehmen kann, finde ich jedenfalls, und ich finde es auch völlig legitim. Ja. Wie war denn die Reaktion in der sogenannten Netzgemeinde? Gab es da auch Häme? Gab es da sozusagen auch zu der Kränkung noch eine Kränkung der Netzgemeinde dazu? Wie war das auch sehr emotional? Ja, natürlich. Das ist immer so, wenn ich einen größeren Debattenartikel schreibe, ist es eigentlich immer so, dass es gemischte Reaktionen gibt. Das war auch hier so, nicht zuletzt aus 2 Gründen. Der eine ist, dass Leute sich so im Schwarm haben mitreißen lassen. Die haben, und das kann man an einzelnen Blogbeiträgen sogar sehen, die haben nur den Ankündigungstext gelesen, überhaupt nicht meinen Debattenbeitrag. Und haben auf den Ankündigungstext reagiert. In einem Blog steht sogar, ja, ein großer, langer Artikel, viele, viele Zeilen, und dann steht da, Nachtrag, jetzt habe ich auch den Artikel gelesen und ich muss meine Meinung aber gar nicht korrigieren. Es ist natürlich absurd, wenn jemand sowas schreibt. Gleichzeitig gibt es auch konstruktive und positive Reaktionen. Über das Verhältnis kann ich da nicht so viel sagen, aber die Leute, auf die es mir ankommt, die haben mehrheitlich sehr sagen wir mal, interessiert reagiert. Natürlich gab es Kritik, es gab nicht nur schlechte, sondern auch konstruktive und substanzielle Kritik, und das ist legitim. Man muss einen Debattenartikel schreiben und dann aushalten können, dass natürlich auch Kritik geübt wird. Aber es ist, sagen wir mal so, für mich nicht besonders überraschend, und das ist der zweite Punkt, warum ich das schon geahnt habe. In dem Artikel hacke ich sehr auf der Netzgemeinde und ihrer Irrelevanz herum. Und wenn man auf jemanden herumhackt, dann kann man einfach nicht verwundert sein, dass diejenigen Personen anfangen zurückzuhacken. Sagt Sascha Lobo, und ich freue mich auf die weitere Debatte, auf die Reaktionen und auf das, was Sie schreiben und bloggen. Ihnen noch einen angenehmen Tag und alles Gute für Sie. Dankeschön. Tschüss.